Ja dann. Freunde, das ist dann wohl mein Tom Brady-Moment, wenn man so will. Freunde, ich bin wieder am Start und ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, hey, C zu dem K, der ungeschnittene Lord in Person, hast du nicht erst vor einem Monat deinen Kanal beendet? Und wenn ihr das sagt, dann ja, das ist korrekt. Es ist ziemlich genau ein Monat her, am 2. Februar. Wir schreiben heute den 2. März 2023. Was bewegt uns also zu der Tatsache, dass wir uns jetzt hier auf diesem Kanal erneut versammelt haben? Okay, ganz einfach. Ich möchte weitermachen. Theoretisch müsste ich das nicht mal erklären. Ich könnte einfach jetzt irgendwas hochladen. Let's go. Aber Freunde, ich bin immer ehrlich mit euch, okay? Also, und deshalb habe ich mir überlegt, bei diesem Thema auch einfach ehrliche Worte zu verlieren. Warum sitzen wir jetzt wieder hier? Wenn ich doch vor einem Monat noch gesagt habe, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf den Kram. Ich sage euch ganz ehrlich, okay? Das, was ich gesagt hatte, warum ich keine Lust mehr auf diesen Kanal habe, warum ich bereit bin, auf Geld zu verzichten und diesen Kanal nicht mehr weiterzuführen, obwohl es der easyste Content überhaupt ist, gefühlt. Das war real. Das war die Wahrheit, okay? Ich sag euch ganz ehrlich, es gab einen Punkt, wo mir wirklich so Sachen wie Legacy of the Duelist oder auch Pre-Release-Pack-Openings von Konami gesponsert zu den Ohren rausgehangen haben und ich es einfach nicht mehr sehen konnte, weil ich mich darin zu sehr, viel zu sehr irgendwie eingefangen hatte und irgendwie, das war immer das Gleiche und das war jeden Tag und irgendwann hatte ich gefühlt nichts mehr zu erzählen. Und ich muss sagen, ich war damit echt unzufrieden. Und deshalb habe ich diesen radikalen Schritt gewählt, diesen Kanal. Ich habe ja nie gesagt, dass hier nie wieder was kommen würde. Ich habe gesagt, hey, im Moment fühle ich es nicht und deshalb will ich gerade nicht mehr weitermachen. Deshalb habe ich diesen Schritt gewählt und stehe da auch immer noch hinter. Ich muss aber sagen, ich habe dann so die Zeit vergehen lassen und habe die Zeit auch genutzt, effektiv, um Content für meinen Hauptkanal zu produzieren. Ihr habt heute unter anderem ein Video gesehen, was vorhin online gekommen ist. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Das ist das Trap Tricks Video. Ein gutes Yu-Gi-Oh! Deck für nur 30 Euro. Meiner Ansicht nach das beste Yu-Gi-Oh! Deck für nur 30 Euro, was wir bisher hatten. Das erkläre ich aber auch in dem Video. Nicht das beste Themendeck, das ist Alba Strike, aber so das beste Deck, um es out of the box zu spielen, wegen Evenly und Ash Blossom und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Thema, okay? Morgen wird dort ein Video kommen, übermorgen wird dort auch ein Video kommen, also da ist schon vorproduziert wie sonst was. Aber ich hatte das Gefühl, so irgendwo fehlt was. Irgendwo fehlt einfach, ich muss sagen, irgendwo fehlt was. So nicht vor der Kamera zu sitzen, mich nicht über Legacy of the Duelist aufzuregen, über irgendwelche dummen Züge, die keinen Sinn ergeben, über irgendwelche Karten, die ich nicht sehe, über irgendwelche Pokémon, die auftauchen, so ein legendäres Latias, was auf einmal Dracometeor einsetzt und du bist halt einfach da und kannst nichts machen. Freunde, das fehlt mir irgendwie. Also, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich saß hier literally so nach einer Woche oder zwei und dachte mir schon so. Ja, eigentlich hätte ich jetzt schon wieder Bock, ne? Das ist ja auch. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich höre jetzt auf und dann machst du nach einer Woche weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, es ist mein Kanal. Also warum nicht? So, also ich habe offensichtlich eine Pause gebraucht, okay? Das ist auf jeden Fall Fakt. Ich habe auf jeden Fall eine Pause gebraucht. Ich habe mich sehr ausgebrannt gefühlt. Ich hatte wirklich keine Lust mehr, und die Videos für diesen Kanal aufzunehmen. Es hat sich für mich irgendwie angefühlt wie so eine Pflicht und nicht mehr wie etwas, worauf ich Bock habe. Es hat sich einfach so angefühlt, wie ich mache das, weil es mein Job ist. Und das ist eine Sache, die ich immer vermeiden wollte, okay? Und deshalb habe ich auch ständig Variabilität in meinem Content. Deswegen versuche ich mich immer wieder auch auf neue Sachen einzulassen. Und ich weiß, manchmal ist meine Sprunghaftigkeit, was mein Content angeht, und meine Wankelmütigkeit und meine teilweise Inkonstanz nervig. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich bin ehrlich und sage euch, dass es mich auch irgendwo nervt, aber es ist einfach Teil davon, okay? Es ist einfach Teil des Ganzen. Und ich sage euch ehrlich, ich saß hier und ich dachte mir so, ich würde schon gern weitermachen. Ja, irgendwie, die Pause hat gut getan, auf jeden Fall, aber also ganz ohne ist auch irgendwo doof. Deshalb, ja, ich bin wieder da. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich hoffe, es wird euch nicht nerven, wenn ihr jetzt meine Pfanne täglich auf zwei Kanälen wieder seht, wie
ursprünglich auch gewohnt. Wie gesagt, auf dem Hauptkanal wird mehr Content kommen als noch zuvor. Ich habe sehr viel vorproduziert. Aber ja, also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich hier wieder Content mache. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. In dem Sinne, Freunde, morgen Legacy of the Duelist.